Jetzt bin ich ganz verwirrt. Jetzt haben sie es geschafft. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Vielleicht finden wir ja noch Horizonterinnerung. Machen wir es so, dann trifft er auch alle. Zack. Genau. Was wir jetzt hier wirklich genau sollen oder so, ich nutze das jetzt gerade einfach mal zum Leveln hier auf den Friedhof. Auf den Schiffsfriedhof. Ich weiß nicht, ob wir die freiräumen können, damit wir auch mit unserem Schiff da überhaupt erstmal rauskommen aus dem See. Weil deswegen kommen wir ja auch gar nicht raus, wegen den ganzen kaputten Schiffen. Aber ich habe einfach so übelst die Orientierung hier verloren. Ich habe echt ganz übel die Orientierung verloren. Heißt das, dass wir mehr Schaden machen? Krieg ich alle? Na, nicht alle. Schade. Leider nicht alle. Aber viele. Wie gesagt, kann man hier ein bisschen zum Leveln benutzen? Warum nicht? Toll. Vielleicht deswegen nicht. Was macht denn der jetzt? Achso, sich heilen. Ich dachte, was macht denn der jetzt hier für Dancing? Dancing like Summer Rain. Also es gibt auch etwas, wo wir mehr Schaden dran machen. Weißt du, dass der Schaden von sich aus erhöht ist? So wie bei Kanata jetzt hier bei den Wasserviechern. Macht da wesentlich mehr Schaden. Guck, schon Level Up wieder, sehr gut. Neue Skills per Night erhalten, das Van ausrüsten kann. Beziehungsweise jeder. Müssen wir uns eigentlich auch mal drum kümmern, aber ja. Wie gesagt, das Schutzding, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Okay, der macht mir ein bisschen Angst, aber ich werde ihn trotzdem besiegen. Hoffe ich einfach mal. Wir haben ihn besiegt. Golderz, der hat sehr viel Geld gegeben. 3749 ist jetzt nicht wenig Geld. Hey, wie hier können wir? Vielleicht war das ja so einer, der schon mal geflohen ist. So, den wir nämlich letztens gesehen haben, der geflohen ist, war glaube ich Silber gewesen. Deswegen habe ich erstmal voll auf Angriff gemacht. Wie ein Verrückter. Ein Wellenbogen. Ich brauche keinen Bogen. Locke ist tot. Also krank. Toll, jetzt haben wir einen besseren Bogen für Locke gefunden. Es wäre schön, wenn wir mal ein paar bessere Waffen für andere finden dann. Und nicht für die Charaktere, die tot sind. Was soll denn das? Das ist ja Mobbing. Na komm, der ist wirklich tot. Zumindest ist er schwer verletzt. Irgendwie, dass wir alle mitbekommen? Ne. Leider nicht. Oh, ich habe vergessen, Viereck zu drücken. Naja, egal. Die können sich mal ein bisschen mehr in eine Reihe stellen. Danke, Pinguin. Oh, ne, ich glaube, du hast sie wieder auseinandergedrückt. Blöder Pinguin. Huch. Das war nicht geplant. Ich dachte, er wäre dran. Ich dachte, Kanata wäre dran. Wie gesagt, Level muss auch sein, ne? Ihr wisst es ja. Ihr kennt es. It's einfach the life.
Ich weiß, bei mir laufen die immer sehr umständlich, aber egal. Wir brauchen unbedingt eine bessere Klinge für ihn hier. Eine wesentlich bessere Klinge. Wie gesagt, die anderen machen so viel Schaden und er macht halt nur so wenig. Wo kriegen wir denn hier eine Horizonterinnerung her, verdammt? Weil wer weiß, ob da in der Kiste denn wieder irgendwas ist. Wo bin ich jetzt? Hier zufällig richtig gegangen? Bevor wir das machen, speichern. Junge, was ist los? 26. 12 Uhr. Das Meer. Ich frage mich, was das da hinten links für ein Turm ist. Da. Okay, hier ist aber noch nichts. Hier ist noch nichts. Okay. Brauchen Horizonterinnerung. Na, ja, Zangenbewegung, Mist. Begegnung. Bewegung. Ich weiß auch nicht, was du machst. Ach komm. Ja, töte den. Vielleicht klappt es ja sogar mit 70. Nö, warum auch? Hey, lass das. Dann versuche ich jetzt mal wieder hier rauszufinden, ne? Meinst du, zur Not können wir ja, glaube ich, so ein Ding verwenden. Oh, beide getroffen. Sehr schön. Keiner gestorben. Ziemlich erbärmlich. Hier machen wir mal Pinguin fertig. Der steht da draußen so, abseits. Ey, nicht heilen. Ah, hat nichts. Okay, egal. So, den lasse ich immer ihn hier, weil da macht er wenigstens ein bisschen Damage drauf. Dem Pinguin ist das ja immer nur 20. Na? Wir müssen ein bisschen auf Lumina aufpassen, wa? Naja, vielleicht gleich Level Up. Immer noch keine scheiß Horizonterinnerung, aber Level Up. Wie komme ich zum Teufel, komme ich denn jetzt hier raus? Ich meine, es ist wirklich gut zum Leveln. Wie es einfach die ganze Zeit erwähnt, um sich zu rechtfertigen, ne? Schon ein bisschen erbärmlich. Einmal fast alle. Warum können die eigentlich immer alle treffen? Ich will auch alle treffen können. Die Fresse. Nö, eigentlich schon ganz gut da. Dann mach den fertig. Dann ist der wenigstens auch weg. Dann haben wir nur noch einen da und dann haben wir es geschafft. Wir müssen auch die SP-Punkte irgendwie mal sehen, dass sie sich mehr auffüllen. War da nicht... Ich weiß nicht, haben wir das Artefakt schon? Oder ist das mit der Bewegung? Gott, ich werde hier nie wieder mehr rausfinden. Kaputtes Schwert. Aber hier ist nichts. Mann!
Egal. Ich habe mich ein bisschen verjagt, muss ich sagen. Aber hat man ja bestimmt nicht mitbekommen. Mach ihn platt. Lebt noch. Naja, gleich wählen kann denn da alle. Aber da unten ist eine Truhe. Ich hoffe, da ist irgendwas drin, was man... Naja, weißt du. Womit man... Ne? Eine Waffe oder so. Das Blöde ist ja auch... Ich weiß gar nicht, haben wir noch den Rotstein oder sowas zum Upgraden? Super Ohrfeige. Geil, Ohrfeigenwette. Sehr gut. Küsten, aber wir kriegen keine Horizonterinnerung, ne? Wer droppt die bloß? Phönixtrank. Naja, gut. Wiederbelebung ist auch immer gut. So, ich glaube, wir müssen dann wieder hier zurück. Gehe ich mal stark von aus, dass wir hier wieder zurück müssen. Ich habe schon wieder vergessen, die Tasten zu drücken. So. So wollte ich. Manu. Wir sind schon wieder Level up. Alter, wir leveln hier aber auch ziemlich hart gerade. Waren wir so hart unterlevelt? Ich glaube, hier geht's lang. Ja, hier geht's lang. Hier sind wir wieder in dem Bauch. Oder sind das die Horizonterinnerung verlieren? Keiner tot? Gemein. Au, au, au. Die sind schon ein bisschen gefährlicher, muss ich sagen. Ren ist fast tot. Der ist fast tot, der Ren, doch meine Güte. Ren, ist das denn passiert? Oh Gott. Jetzt geht's los. Jetzt hat er was gefunden. Wir machen echt. Wir brauchen unbedingt eine andere Klinge. Ist ganz wichtig. Dunkle Erinnerung, tiefe Erinnerung, aber keine Horizont. Verdammt. Das gibt es nicht, dass wir keine Horizonterinnerung finden, ne? Wird bestimmt gleich tot sein. Und wie können wir unsere Vulgus-Dudes aufladen? Das ist auch noch so die Frage. Das wissen wir ja bis jetzt auch noch nicht. Tide, Erinnerung. Ach, Mann, ja. Da oben waren wir schon. Ein Trank, nicht schlecht, kann man mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon überall waren oder wo ich hier schon überall war. Ich versuche hier jetzt gerade alles wenigstens zu finden, weil ich hoffe, dass wir irgendwo noch eine Waffe oder so finden, weißt du? Treffen wir einfach nicht besser, du.
Dann ist das so, dann ist das so. Na jetzt aber komm, oder? Immer noch nicht alle, du. Oh Mann! Der Locke hätte jetzt alle getroffen, weil er eine viel weitere Reichweite hat. Ach, ich vermisse ihn. Vor allem, weil wir auch einen Bogen für ihn gefunden haben. Was mich am meisten aufregt. Wir finden einen Bogen für ihn und der ist tot. Was fällt ihn ein? Muss doch nicht sein, sowas. Toll, 26 Schaden. Da ist noch was? Eine Erzerinnerung? Warum auch nicht? Gegen den Einzelnen haben wir, glaube ich, noch nicht gekämpft. Zack, zack. Ich will doch nur eine andere Waffe finden für Kanata oder für andere. Also bloß nicht für Locke. Das wäre ja wieder gemein. Wenn wir wieder irgendwas für Locke finden, weißt du? Oder wenigstens die Horizonterinnerung. Aber noch nicht mal die finden wir. Eremittrunk. Keine Ahnung. Irgendein Trank, irgendein Heilungstrank oder so. Hier geht's raus? Ja, quasi, ne? Geht sowas von überhaupt nicht raus? Ich dachte wenigstens, wir können die Schiffe irgendwie wegmachen oder so. Was glitzert denn da? Was wieder eine Erinnerung.